Ja, Selbstliebe, das Internet ist voll mit diesem Wort Selbstliebe. Und ich persönlich mir ist es viel zu abstrakt. Ich weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Ne? Doch dass das meiste bei mir über Bauch und Gefühle geht, kann ich mit dem Wort an sich schon mal überhaupt gar nichts anfangen. Ne? Ich würde es eher Innenschau nennen. Ja? Das heißt, wir werden so unter Druck gesetzt, Selbstliebe, immer mögen, was soll dieser Blödsinn? Also ich mag mich mit Sicherheit nicht immer, ne? Das ist einfach so, das ist menschlich, daran arbeite ich, das ist auch gut. Aber ich würde sogar noch ein paar Schritte zurückgehen, nämlich in die Innenschau. Wie will ich mich selber lieben, wenn ich überhaupt nicht weiß, wer ich eigentlich bin? Ja. Und viele Menschen oder gerade auch viele Frauen, die zu mir in die Coachings kommen, wissen eben nicht, wer sie sind oder haben nicht einmal die leiseste Ahnung, welche Gefühle, was da alles in ihnen an wundervollen Aber Dingen ist, um sich selber auch ein Stück weit kennenzulernen. Hier. Kannst du, jetzt komme ich fast in Stocken, sag mal. Klopf, klopf, Karin, hallo. Das geht wunderbar über heilsames Malen. Und jetzt stehe ich auch mal auf und zeige euch das mal, weil, erstmal ein bisschen auflockern, ja, geht es ein bisschen leichter. Okay, es kann sein, dass ich die Kamera, glaube ich, ein bisschen höher, ja, ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Um Innenschau oder um dich mal kennenzulernen, brauchst du jetzt nicht wirklich so ein Riesending hier. Ne? Das geht auch mit kleineren Bildern, hier zum Beispiel Aquarell jetzt. Auch da sieht man es, kann man gut üben oder mal gucken, welche Formen sprechen mich gerade an? Sind es offene Formen, ja, oder sind es geschlossene Formen? Und das Schöne am Leben ist ja so vielfältig, ist, dass sich das während des Tages auch immer wieder komplett ändert. Ja, wenn ich in der Früh male, dann kann es sein, dass ich ganz andere Formen mir aussuche als abends. Also das ist eben ja auch ein Stück weit Leben. Sind es offene Formen? Welche Farben verwendest du? Malst du morgens mit den gleichen Farben wie abends? Also das sind doch ganz spannende Fragen. Und auch von den Formen hier innerhalb des Kreises, es ist unglaublich viel Bewegung jetzt hier allein schon hier in diesem Stückchen. Ja, diese Bewegung wollte ich unten jetzt nicht. Also unten war mir das zu unruhig. Dann auch von den Farben her, es war zuerst, hier haben wir noch ein, können wir so, zuerst wollte ich nur ein blaues Bild, also ziemlich nur hauptsächlich Hintergrund blau und mit paar Ornamenten malen. Dann aber, weil das Leben, malen ist ja wie das Leben selbst auch ein Prozess, wurde es kunterbunt. Dann ist ein Teil wieder weiß überpinselt worden. Und so, wenn du dir deine einzelnen oder deine Bilder, ich komme gleich wieder mit ein paar jetzt Bildern, mal schauen, ob man das auch sieht. Hier haben wir offene Formen und geschlossene Formen. Ja, gut, ich meine, das ist jetzt Aquarell. Auch da jetzt eher wieder, hoppala, das verkehrt rum, eher jetzt wieder offene Formen. Ja, dann hier ist es wieder gänzlichst anders. Das heißt, viel dunkle Farben, halt, ja. Also bei diesem Bild, es ging ja um Schmerz, um inneren Schmerz, war oder benötigte ich oder auch andere Teilnehmer damals, benötigten wir Halt, Stütze, Kraft im täglichen Leben, im Hier und Jetzt. Und wir haben also intuitiv dunkle Farben verwendet. Und wenn du
regelmäßig malst, intuitiv malst, also wirklich versuchst, dieses Ding da oben, Kopf hat seine Berechtigung, auch der Verstand hat natürlich seine Berechtigung, ganz klar, damit arbeite ich, was weiß ich, muss, was plane, kein Thema. Wenn ich hier aber intuitiv male, versuche ich den Kopf, den Verstand wenigstens für kurze Zeit auszublenden und wirklich die Dinge fließen zu lassen. Und eine weitere Empfehlung ist, wenn du intuitiv dich oder dazu entschließt, intuitiv mal zu malen, locker dich vorher auf, ja, geh ein bisschen in weiche, sanfte Bewegungen, tanz gern erstmals vor der Leinwand, leg deine Lieblingsmusik auf oder stell dir auch ein bisschen ein paar Süßigkeiten, Äpfel, Obst mit dazu und gönn dir mal so einen richtig schönen, intuitiv, spontanen, heilsamen Malnachmittag, gerne mit einer guten Freundin zusammen und lernt euch mal kennen über Formen, Farben, Motive, welche Motive sprechen euch an? Auch total spannend. Kauft euch Malbücher, also jetzt nicht zum Ausmalen, einfach von verschiedenen Künstlern ein paar Bücher. Und da kann man ganz toll sich über die Farben mal kennenlernen. Und dann weiß ich auch im täglichen Leben diese Dinge, ja, auch gerade wenn es intuitiv ist, wenn es spontan ist, ich kann das übertragen ins tägliche Leben, in meinen Alltag. Ich spüre im Alltag, weiß ich viel schneller, wo meine Grenzen sind. Ja, wenn ich hier schon eine Grenze male, das ist ja ganz klar auch eine Grenze hier, ne? Also für mich bedeutet dies, hier ist die Grenze ein bisschen offener, die war auch mal stärker sichtbar hier. Dann habe ich sie wieder aufgelöst, aber hier haben wir Grenzen. Und wenn ich die natürlich, wenn ich regelmäßig Grenzen male auf der Leinwand, dann fällt es mir auch viel leichter, im Alltag eine Grenze zu setzen. Oder eine ziehen. Oder auch mal zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Oder nein, damit bin ich jetzt überhaupt nicht einverstanden. Also nein heißt ja nicht, dass es eine Abfuhr ist oder eine Abwertung. Nein bedeutet nur, dass ich mir dies zugestehe und sage, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und das kann man eben hier üben und dann transportieren auf den Alltag und mit diesem von da in den Alltag, von hier ins Herz, lernst du dich Stück für Stück immer besser kennen und dann entsteht auch Harmonie, dann entsteht auch eine natürliche Selbstliebe.